thoughts, wanna link the gang. I got red, I got blue, what you want? The Chanel, Balenciaga, Louis Vuitton. Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Farbtopf. Ich begrüße euch zur 8. Folge vom Eurotruck Simulator und wir sind ja hier vom Europort, genau, von Holland hier, Rotterdam waren wir ja hier und dann sind wir rübergefahren, letzte Folge nach Grimsby, also nach Hall in dem Fall, hier nach Grimsby und dann sind wir eigentlich irgendwie falsch gefahren, sind zurückgefahren nach Rotterdam, also nach zum Europort und dann hat sich am Ende herausgestellt, Entschuldigung, ich war ein bisschen müde, hat sich herausgestellt, dass ich da diesen einen Punkt gesetzt hatte, diesen Wegpunkt und der dann dafür gesorgt hat, dass ich dachte, ich war falsch und bin zurückgefahren und also war ich schon eigentlich am richtigen Weg und deswegen musste ich die letzte Folge jetzt nach 10 Minuten beenden, weil ich habe jetzt getrennt, weil es wäre ganz lang gewesen. Also in der ersten Teil dieser, bei der Teil dieser Folge, wie sie dann viel zurückfahren nach dem Europort. Nachdem wir aber hier schon high waren. Jetzt bin ich dann in der letzten Folge wieder rübergefahren hier nach high. Jetzt sind wir hier. Jetzt fahren wir hoch nach Edinburgh. Über Man Newcastle. Uptown und sowas. Und ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwo den Sound leise machen kann, bis jetzt voll. Audio. Ah ja. Ah ja, ich glaube, so ist es besser, ja. So. Ich glaube, so wird mir ganz gut LKWs gut tun. Mhm. Lautstärke Navi Sprachausgabe? Ach. Machen wir mal ganz laut. So Leute, sehr schön. Ehrlich gesagt ist mir sogar immer ein bisschen zu laut hier. Weil ich mich fast selber gar nicht mehr höre beim Reden, also wird es gehen. Ja, wir fahren jetzt weiter nach Edinburgh und auf geht's. So. Ja. Ich hab in der letzten Folge habe ich erzählt, ich habe ein paar Mods installiert, aber hier bei dem Spiel nicht. Das habe ich bei mir im privaten Bereich gemacht. Wo ich ihn hier raus? Da, ne? Das habe ich bei mir in meinem Account gemacht, ja. So, was drehen wir einmal? Dann müssen wir uns merken, Leute, wir sind in England, das heißt also Linksverkehr. Das heißt. Da bin ich letztendlich auch gefahren und habe ich komplett wieder falsch gefahren. So. Wir richten aber kurz immer wieder die Spiegel aus. So, ja. Wenn man eigentlich erst rechts fährt, da muss ich immer gewöhnen hier. So. Ja, diesen Weg hatten wir ja schon letztens, aber dann fahren wir ja nochmal. Auch nicht schlecht. So. Sehr schön. Tja. Spiegelpass, haben wir alles drauf, ja. Und jetzt brauchen wir noch 300, knappe 400 Kilometer bis nach Edinburgh. Sollten wir in dieser Folge eigentlich schaffen. Darf ich nur 40 fahren, ich schalte mal 60, 50 war ich jetzt. Ist ja egal. Jetzt kommt der Kreisverkehr hier. Achso, wir müssen schon links reinfahren. Oh Gott. Ja, Leute, das meine ich. Da hatten wir gerade die deutschen Strecken. Wegen der Linksverkehr. Ich weiß, ich rede da gerade noch drüber mit euch. Linksverkehr muss links fahren. Ja. Habe ich gerade eine Strafe bekommen für Fahren auf der falschen Spur? Okay. Das ist doch links. Ne, ist richtig, ja. Okay. Ja, wie soll ich muss noch mal reinfuchsen jetzt hier. Das ist schon relativ mysteriös, ja. So, komisch. Gut, 80 kann man ja fahren, dann gibt man Gas. Wollt ihr auch lange abends? Was ist abends? Deswegen fahren wir aber Licht.
Idee. Ich guck mal, wie ich die Mods dann auch hier reinbringen kann. Vielleicht kriege ich das in der zweiten, also in der nächsten Folge dann mit, die Mods auch hier rein zu tun. Gucken wir mal. Ich höre gerade Musik, aber der ist gar nicht an, oder? Nee, das ist einfach nur ganz normale Musik. Man kann hier auch die Radioplayer anmachen. Und weil wir jetzt anmachen, dann ist es wieder rechtlich gesehen nicht gut. Deswegen werden wir sie anmachen. Man könnte leider jetzt keine Musik hören. Ach, wir müssen links fahren, ne? Wenn man auf Rechtsverkehr rechts fährt, also hier in Deutschland auf der rechten Seite, fährt man eng auf Linksverkehr oder Linksseite, damit die rechts überholen. Ach Gott. Bei uns gibt es ein Rechtsfahrverbot und hier. Ach, Leute, ich blicke sowieso nicht durch. Deswegen bin ich nicht in England unterwegs. Hm. Aber jetzt muss ich sowieso nach rechts hier, weil ich muss. Wo muss ich denn hin? Ach, da. Ist vielleicht kompliziert, ey. So, den lassen wir auch durch hier. So, Verdammung, okay. Boah, knapp. Das Ding. So, nach Grimms, die Newcastle. Genau, das können sie uns nämlich aus überholen hier, wenn sie uns jetzt langsam empfinden. Und ich muss, glaube ich, muss sogar hier runter. Ja. Komm mal, sieh an. Schicksal, würde ich sagen. So. Jetzt sind es noch 340 Kilometer, Leute. Ja, wir waren für euch schon mal in Edinburgh oder in England generell. Also ich war schon mal in London. Ja. Mehr aber auch nicht. Und da bin ich mit dem Bus hingefahren und dann hat man sich gleich gemerkt, dass es Linksverkehr, dass man da echt aufpassen muss. Das Coole ist, in London, da steht sogar auf Deutsch dann, auf Französisch, Deutsch und natürlich auf Englisch. Ab jetzt Linksverkehr bitte Straße wechseln. Und wenn die Engländer schon wissen, aha, wenn Franzosen oder wir Deutschen mal nach England rüberkommen, wenn wir rüberkommen sind, dass wir dann immer auf der Parallelstraße fahren, weil logischerweise in Europa ja eigentlich, wie ich weiß, überall Rechtsverkehr ist. Ja, und auch, ihr habt ja gerade auch bei mir hier gesehen, im Kreisverkehr wollte ich, bin ich zwar längs reingefahren, so wie man sollte, wollte aber gerade eine komplette Runde drehen. Und deswegen bin ich dann doch auf der rechten Seite reingefahren. Weil man es ja gar nicht gewöhnt ist, weil man eigentlich gewöhnt ist, hier in Deutschland, Europa, wie auch immer, mit Rechtsverkehr zu fahren. Und nicht wie hier in England links. Deswegen, wenn ich jetzt hier noch einen Unterbau, Leute, müsst ihr mir das verzeihen, weil es ist, ja, katastrophal. So, noch 300 Kilometer. Wahnsinn, ist doch noch eine stolze Summe. Ankunft heute um 7.44 Uhr, das sollten wir aber glaube ich schaffen, oder? Kriegen wir hin. Oh, Gas, Gas, Gas. Die Frage ist, wieso gibt es denn kein Gas mehr jetzt hier? Mehr als 71. Packe ich gerade momentan nicht herum. Das ist die Frage, die ihr stellt. Ah, jetzt hat er wenigstens 74 mal besser. Wir steigern uns, Leute. Wir steigern uns. Ja, genau. Ich wollte für euch auch noch einen Fernbus-Simulator. Ja.
und The Forest. Das wollte ich alles schon aufnehmen, das tendiere ich auch weiter die ganze Zeit an. Eigentlich geht es jetzt bergab. Das sage ich zwar auch schon die ganze Zeit, aber irgendwie bin ich dazu noch nicht gekommen. Und natürlich auch Transport Fever, das wäre doch nochmal was für euch, glaube ich. Hoffentlich. Oh, hier geht steil bergab. Steil bergab. Bremsen. Leute, ich komme auf den englischen Verkehr nicht klar, ne? Ich wollte gerade schon sagen, die Patch wäre auf unserer Seite. Als er gerade von rechts abgebogen ist nach links. Aber da wäre er ja da, der direkt in mich reingefahren ist. Ja, geht ja nicht. Oh, Junge, der krüppelt aber hoch im LKW hier. 20 Stunden wieder, hallo? Dabei darf man hier 97 fahren. Ah ja, auch jetzt kriegt er Geschwindigkeit lang und drauf, sehr schön. Ich soll mal mehr Gas geben hier. Leute, ich drücke die V-Taste, nicht zu fahren, schon durch. Ich weiß nicht warum. Da sind wir übrigens auf 60, schön. Immerhin. 80 dürfen wir fahren. Sehr schön, unter 85 Stundenkilometer haben wir jetzt drauf. Jetzt geht's los. Oh Gott. Irgendwo ein Service stand da gerade. Und hat da oben nirgendwo gespeichert. Das heißt, wir bleiben mit einmal hier in Elbe beim nächsten Mal. Auch wenn wir jetzt das Spiel abstürzen sollte, ist schon mal gut. Ja, wir haben noch 270 Kilometer vor uns. Einiges noch. Ja, 3 Stunden 45. Ja Leute, ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wohin ich denn mal so als nächstes fahren soll, ob ich jetzt komplett mal England erkunden soll hier, also England, Schottland und Nordirland, ob ich die jetzt so erkundigen soll oder ja. Oder ob wir weiter mal ins Ausland fahren, in Türkei, Rumänien, Polen, weiß aber auch nicht, also hier spielen noch nicht. Ja. Oder nach Frankreich doch rüber, weil Frankreich hatte ich aber euch auch schon eine Folge aufgenommen nach März. Und das hat er ja dann nicht gezählt. Ja. Deswegen müssen wir mal gucken. Da biegen sie jetzt alle ab, deswegen kann ich die jetzt da schön überholen. Wir machen jetzt Tempomat rein. So, jetzt Tempomat drin, nur lenken, sehr schön. Ja.
Ja, Geschwindigkeitsübertragung. Tja, Leute, so. Viel, ja, gibt's eigentlich nicht zu sagen, wir fahren weiter geradeaus über. Ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind. Auf jeden Fall noch 205 Kilometer. Über schöne Landstraßen auf jeden Fall. So viel kann man ja schon mal sagen. Ich bin gerade überlegen, ob ich den. Vielleicht mache ich jetzt hier ein Päuschen. Und dann werden wir die letzte Fahrt von vom Hall über hier, wo ich jetzt bin, bis nach wo, Edinburgh wollten wir Edinburgh dann in der nächsten Folge fortsetzen. Denn wir können mal gucken, ist glaube ich noch ein ganzes Stück. Machen wir kurz die Karte M auf. Ja. Ist hier noch ein bisschen. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt noch hier bis nach Newcastle. Also bis hier zur Nähe, bis zur Tankstelle, also bis hier, eigentlich wäre hier perfekt jetzt, wo wir sind. Und würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge dann hier wieder, sonst wird die Folge echt zu lang, 30, 20 Minuten. Und so wollte ich meine Folgen eigentlich nie machen. Und dann würde ich sagen, werde ich jetzt hier auf die Service-Tankstelle fahren, genau hier. Den Blinker setzen. Alter. Und jetzt fährt, ey, Mann. Ja, ja. Ich kann noch keine anders, der auch immer da reinfährt, weißt du? Los, gib Gas. Der ganze geht wieder geradeaus, ne? Auf einmal biegt da ab, wenn ich abbiegen will. Ja, auf jeden Fall, Mann. Biegt jetzt vor mir auch Gas. So. Meine Fass. Einmal Profis arbeiten, sag ich mir immer. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.